Liebe Schülerinnen und Schüler von der Florianschule und der Nibelungenstraße, wir wünschen euch ein frohes Osterfest. Gerne hätten wir das euch auch anders gesagt, aber ihr wisst, wir dürfen uns im Moment nicht treffen. Wir freuen uns aber darauf, Ostern ist trotzdem schön, denn wir feiern das Leben. Ja, wir stehen hier vor unserer Kirche, der Philipp-Nikolai-Kirche. Und deswegen haben wir uns auch schön fein gemacht für euch, stehen heute hier im Talar, hier mit unseren weißen Stolen. Und ihr seht, mein Mann und ich, wir haben auch was Schönes für euch gebastelt. Denn wir haben hier die Osterblume euch mitgebracht. Damit könnt ihr selber auch ein bisschen das Leben feiern. Und diese Osterblume hier, die hat zwei Botschaften, nämlich jeden Frühling kommen die Blumen aus der dunklen Erde hervor. Das Helle ist viel stärker als das Dunkle. Ja, und jeden Frühling feiern wir auch das Osterfest, dass Jesus stärker ist als der Tod. Und die Zeichnungen hier, die erzählen euch die ganze Geschichte von Jesus, wie er mit seinen Jüngerinnen und Jüngern, mit seinen Freunden zusammengesessen hat, wie sie zueinander gestanden haben, auch in schwierigen Zeiten durchzuhalten und immer zu wissen, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern das Helle ist viel stärker. Und das könnt ihr selber basteln. Guckt mal, ihr könnt hier euch ein Osternest machen mit einem Küken oder ihr könnt auch hier eine Kerze reintun. Und so könnt ihr dann mit eurer Familie Ostern feiern. Und wir wünschen euch richtig tolle Ferien und dass wir uns in besseren Zeiten bald wiedersehen hier in der Kirche. Wir denken sehr an euch. Grüßt auch eure Eltern und eure Geschwister sehr herzlich von uns. Und bis bald. Tschüss, frohe Ostern, schöne Ferien.